Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu dieser allgemeinen Botschaft. Meine Lieben, dieses Video hier ist zeitlos. Es hat ab dann Bedeutung, ab wann du es findest. Und ich werde einfach mal das Universum entscheiden lassen, was es zu sagen hat. Ich werde einfach die Karten legen und wir schauen, was sich so zeigt, welche Botschaft jetzt weitergegeben werden muss, was jetzt gerade wichtig ist für die Menschen da draußen. Wir schauen einfach mal für diejenigen, die dieses Video finden, was darf ich hier weitergeben, liebes Universum, worum geht es hier, was ist das Thema dieser Botschaft, das Thema dieser Botschaft, das Thema dieser Botschaft. Der Baum. Okay, hier geht es um Angelegenheiten, die deine Kraft betreffen, die Stabilität betreffen, die vielleicht auch mit deinen Wurzeln zusammenhängen, also mit deinem Ursprung, wo du herkommst, deine Ursprungsfamilie, da, wo du verwurzelt bist, wo willst du Wurzeln schlagen? Das ist auch nochmal sowas, was mir gerade kommt. Es hat aber auch mit deinem persönlichen Wachstum zu tun. Es hat mit deiner Kraft zu tun, mit deiner Energie. Es hat mit deiner Gesundheit zu tun, mit deinem Befinden, dein allgemeines Befinden. Ja, deine allgemeine Kraft, das ist das, worum es hier geht. Ja, es geht aber auch um Stabilität. Es geht um Sicherheit, dass sich etwas langfristig verwurzelt. Das ist das, was ich reinbekomme. Wo und wie willst du dich langfristig verwurzeln? Wo willst du Wurzeln schlagen? Und das ist egal, um welchen Lebensbereich es hier geht. Ob das partnerschaftlicher Natur ist, ob das privater Natur ist. Es geht für dich allgemein darum, dass es um deine Konstitution geht und wo du dich niederlassen willst, langfristig, wo du langfristig hin möchtest, was langfristig deine Entwicklung betrifft. Ja, also es geht hier darum, dass du vielleicht auch in einen Lebensabschnitt kommst, der von Langfristigkeit, Stabilität und Sicherheit geprägt ist. Jetzt lege ich ein paar Tarotkarten, damit wir mehr Informationen dazu bekommen. Ich würde ganz gerne erstmal das Ganze auslegen lassen. Liebes Universum, bitte hier einmal 6 Karten. Wir haben den Herrscher, wow, sehr kraftvoll. Wir haben den Narren, sieht sehr gut aus. Wow, wir haben den Wagen, das sieht richtig bombastisch aus. Das sieht richtig bombastisch aus. Wir haben den Hierophanten, mein Gott, bis jetzt nur große Arkane. Wir haben die Mäßigkeit, oh mein Gott. Und wir haben den Pagen der Münzen. Das ist ja mal hier eine Hammerbotschaft, was soll ich sagen? 5 Karten, 5 große Arkana-Karten, alter Schwede. Also, meine Lieben, was ich hier spüre, also das, vieles von dem Baum wird hier nochmal aufgegriffen, aber definitiv, hier wartet was Neues auf dich. Also mit dem Narren habe ich hier ganz klar einen Neuanfang für dich. Es geht in eine neue Richtung. Es geht um einen völlig neuen Lebensabschnitt für dich. Es geht darum, dass du Dinge veränderst und neu machst, dass du sie anders machst als zuvor. Das ist das, was hier die Motivation ist. Du möchtest vielleicht auch etwas Neues. Du möchtest neu anfangen. Du möchtest neu starten in deinem Leben. Ich habe sogar das Gefühl, dass es für viele hier um so einen generellen Neustart geht, also so einen ganz neuen Lebensabschnitt. Du willst einen ganz neuen Lebensabschnitt starten. Du möchtest ganz neu anfangen. Für dich ist es aber auch wichtig, dadurch, dass wir hier den Baum haben und den Herrscher, dass du das langfristig tust. Also hier geht es nicht um eine vorübergehende Station. Hier geht es auch nicht darum, dass du jetzt, sage ich mal, ah ja, das Jahr ist jetzt mal anders und nächstes Jahr ist wieder was anderes.
Nein, sondern wenn du hier in einen neuen Lebensabschnitt übergehst und neu startest, dann möchtest du wirklich von Grund auf neu das Ganze aufbauen. Du möchtest von Grund auf neu starten. Du willst so eine völlige Transformation im Leben haben. Und das ist auch das, worum es hier gehen wird. Für dich geht es um einen völlig neuen Lebensabschnitt, einen kompletten Neustart. Es kann aber auch natürlich, wenn es jetzt nicht komplett ist, in einem bestimmten Lebensbereich sein, ne? Vielleicht beruflich, vielleicht privat, vielleicht eine ganz neue Beziehung. Was auch immer das ist, es ist so ein komplettes Neu. Und mit dem Herrscher wird das auch wohl überlegt sein. Das ist keine Impulsentscheidung, das ist nicht etwas, was du von heute auf morgen entscheidest. Das braucht hier Monate, Wochen, vielleicht sogar Jahre, dass du eine wohlüberlegte, vernünftige Entscheidung triffst, auf die du dich selber dann auch verlassen und stützen kannst, die waterproof ist, die ist wasserfest. Also du hast dir das lange genug überlegt, du hast lange genug geprüft, du hast geschaut und du bist dir jetzt absolut sicher, du machst das aus der Sicherheit heraus. Du hast auch geprüft, hast du die Ressourcen, um das zu verwirklichen? Hast du die Möglichkeiten, um das zu verwirklichen? Bist du in einer stabilen, sicheren Haltung in dir, um diesen Neuanfang starten zu können? Das ist das, worum es hier geht, der Herrscher. Ja, also so ganz neu auf fester, stabiler Basis. Und für dich wird es auch darum gehen, dass du in der nächsten Zeit, übrigens, ich weiß, dass jetzt einige sich fragen, wann ist das denn soweit? Also dadurch, dass du jetzt das Video gefunden hast, habe ich das Gefühl, dass du jetzt in den Anfängen steckst, um deine Situation besser verstehen zu können. Deswegen schaust du dir auch diese Nachricht an, deswegen hast du dieses Video gefunden, damit du deine Situation einfach besser verstehen kannst. Und da geht es nicht darum, an welchem Tag, in welchem Monat oder sonst was, sondern du bist schon da drin. Ob du jetzt schon kurz vorm Abschluss bist oder erst am Anfang, aber du bist schon in dieser Energie drin. Du bist gerade dabei, dir langfristig ein neues Leben aufzubauen. Und der Herrscher sagt eben auch, dass du die Verantwortung und die Reife dafür mitbringst. Und vielleicht hat es genau das gebraucht, gewisse Entwicklungen durchzumachen, damit du dahin kommst. Oder vielleicht kommen diese Entwicklungen noch, damit du reifer, stabiler wirst. Dass du das aus einem sehr verantwortungsbewussten, aus einer stabilen Grundenergie machst. Du hast vielleicht, sagen wir mal ein Beispiel, du möchtest ein Haus kaufen, eine Wohnung kaufen, ein Auto kaufen, du willst einen größeren Kauf tätigen. Dann musst du dir das gut überlegen. Bringst du finanziell die Ressourcen mit, um das finanzieren zu können? Kannst du das bezahlen? Das sind so grundlegende Dinge, über die muss man sich Gedanken machen. Verfügst du über die Sicherheiten, das zu tun? Du möchtest ein Business aufbauen und vielleicht ist das eine Firma, eine größere Firma, die du gründen möchtest. Und dann ist es genau das Gleiche. Verfügst du über die Gelder, das finanzieren zu können? Verfügst du über einen Ort, einen Platz, wo du diese Firma aufbauen kannst? Hast du das Know-how? Hast du das Wissen, was es dazu braucht, um das zu tun? Hast du vielleicht gewisse Schulungen gemacht, eine Ausbildung gemacht oder sowas, damit du auch das den Menschen dann näher bringen kannst, vermitteln kannst, was auch immer das dann ist? Das sind solche Dinge, die muss man prüfen. Und du hattest vielleicht bisher die letzten Jahre Zeit dazu oder die Monate Zeit dazu oder du kommst jetzt da rein, um das prüfen zu können, um diese Reife, diesen Reifegrad erreichen zu können, um dein Ziel auch zu erreichen, um da neu zu starten, neu anzufangen. Oder du möchtest heiraten, ja? Nehmen wir mal das Beispiel, du möchtest eine Ehe eingehen. Dann geht es ja auch um das Gleiche. Hast du dir das gut überlegt? Bringst du die Reife mit, die man in einer festen, stabilen Partnerschaft braucht? Bist du bereit,
für den Rest deines Lebens zu jemandem Ja zu sagen und dich auf jemanden voll und ganz einzulassen, eine Beziehung zu vertiefen, zu verfestigen. Und das muss nicht unbedingt die Ehe sein, das kann auch sein, zu sagen, dass man eine Familie gründet. Ja, dass man Kinder bekommt, dass man gemeinsam zusammenzieht, dass man sich was aufbaut, dass man gemeinsam vielleicht ein Haus kauft zum Beispiel. Ja, das sind all solche Dinge, all solche Situationen, die mir gerade in den Kopf kommen. Hast du diese nährende, stabile Grundlage? Verfügst du über die Sicherheit auch in dir? Fühlst du dich sicher und auch reif genug, um diesen Schritt zu machen? Du kannst es mir mal gerne in die Kommentare schreiben, worum es hier, in welcher Situation bist du gerade, worum geht es hier konkret? In welcher Lebenslage zeigt sich das? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Das ist dein Neuanfang. Und der Wagen, super. Also der Wagen zeigt auch, dass es hier zu Fortschritt kommen wird. Es wird zu positiven Entwicklungen kommen. Es wird vorwärts gehen. Es kommt zu Erfolg. Die Dinge wachsen. Es geht um Fortschritt. Also du kommst auch hier wirklich weiter. Beruflich gesehen kommst du weiter. Wenn es hier um einen Wohnort geht, wo du dich niederlassen willst, dann sehe ich auch für dich, dass du deinen Ort findest. Ja, dass du hier vielleicht umziehst, du planst, an einen bestimmten Ort zu ziehen. Vielleicht ist das für dich auch so grundlegend was ganz Neues, was anderes, ein neuer Ort, an den du ziehst, an dem du vorher noch nicht gelebt hast, vielleicht sogar ins Ausland. Ja, das kann es auch sein. Was auch immer das ist, aber ich sehe für dich einen völligen Neustart, an den du dich hinbewegst. Das könnte hier um eine Reise gehen, die dir ganz neue Türen öffnet zu vielleicht Geschäftsverbindungen oder zu deinem zukünftigen Wohnort, zu Menschen, mit denen du in Zukunft zu tun haben wirst. Das sind solche Sachen, die ich hier sehe. Und das ist hier wirklich eine sehr reife und stabile Energie, die ich komplett hier wahrnehme. Zum Beispiel der Hierophant hier spricht auch eben davon, dass es hier um Vertrauen geht. Also, dass du auch dir selber vertraust, dass du vertraust, dass der Plan hier genau der richtige ist, dass dieser Neuanfang der richtige für dich ist. Du hast so ein Gefühl von, ja, das ist jetzt der richtige Ort, das ist die richtige Zeit, das ist die richtige Entscheidung, das ist die richtige Person. Was auch immer das ist, schreib es mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Vielleicht auch ein ganz bestimmtes Projekt, was das Richtige für dich ist. Aber hier geht es so um solche Geschichten, ne? Stabilität, Sicherheit, Wachstum. Das ist hier ganz wichtig. Auch die Gesundheit spielt hier eine große Rolle. Ich habe hier die Mäßigkeit. Der Baum spricht auch von Gesundheit und Vitalität. Auch, dass du dich gut fühlst, dass du gesund bist. Und wenn du vielleicht da bisher etwas hattest, was dich geplagt hat, was dich in deinem Leben beschäftigt hat, dann sehe ich hier ganz klar für dich Gesundheit. Dir wird es jetzt besser gehen. Ja, du bist auf dem Wege der Besserung. Deine Gesundheit, deine Vitalität stabilisiert sich, die verbessert sich hier. Wenn du nach Wegen suchst für Heilung, bekommst du hier die Menschen, denen du vertraust. Du vertraust dir vielleicht einem ganz bestimmten Weg, der dich zur Heilung führt. Also auch das ist ein ganz großes Thema hier, ne? Gesundheit, Vitalität, da die richtigen Wege zu finden, die richtigen Personen zu finden, die Menschen, die dich unterstützen, da bekommst du genau das Richtige. Du bist hier im Vertrauen, dass du hier aus einer gesunden, stabilen, verlässlichen Grundlage im Vertrauen einen völligen Neuanfang starten kannst, indem du wirklich auch vorwärts kommst. Also dein Leben bewegt sich auch nach vorne. Dein Leben ist dadurch auch von Fortschritt geprägt. Du kannst dich neu verwurzeln in einer Sache. Du kannst eine Sache von Grund auf stabil aufbauen, um dann auch vorwärts zu kommen. Das ist kein Stehenbleiben.
klar, der Baum, der verwurzelt sich irgendwo, aber der wächst auch. Ja, das ist eben auch eine Sache, Wachstum, der muss ja irgendwie weiterkommen. Einen Baum zu pflanzen ist eine Sache. Die andere Sache ist, den zu hegen und zu pflegen und ihm Zeit zu geben, damit er wächst. Und das ist für mich hier der Wagen, das ist dieser Fortschritt. Du kommst sozusagen auf fruchtbaren Boden, du stößt auf etwas, was wirklich verlässlich ist und von da aus kannst du Wurzeln schlagen und wachsen. Und das ist ein Lebensabschnitt, der jetzt für dich beginnt, ob es komplett ein neuer Lebensabschnitt ist oder in einem bestimmten Bereich komplett ein Neuanfang ist. Es ist definitiv etwas, was dich länger prägen wird. Also das ist hier etwas, was über Jahre gehen wird. Das wird so deine nächsten Jahre komplett neu prägen. Mit dem Pagen der Münzen sehe ich auch, du bekommst Unterstützung, du bekommst Hilfe, du bekommst passende Angebote. Da kommt etwas, was dich wirklich weiterbringt. Und mit dem Pagen der Münzen kann es sehr gut sein, dass das erstmal was Kleines ist, was du als solches noch nicht siehst, welches große Potenzial es mit sich bringt. Ich sehe jetzt ein Bild, du bekommst einen Samen und dieser Samen ist erstmal klein und du denkst dir ja, so ein winziges Staubkorn, ja? Und dann wächst daraus so ein großer Baum. Und am Anfang sehen wir nur diesen mickrigen kleinen Samen, aber in dem steckt so viel Potenzial. Daraus kann so viel entstehen und genau das wird mit diesem Pagen der Münzen hier sein. Weil das ist nicht das Ass der Münzen, das ist nicht als solches schon das große Ding, was hier kommt. Der Page der Münzen, das ist so irgendwas Hilfreiches, Kleines, Charmantes, ja, das kommt hier so daher, das wird dir geboten und das ist erstmal ganz offen und das ist noch nicht so vorhersehbar, was das ist. Was daraus denn später entsteht, aber ich sehe definitiv, dass daraus Großes entsteht. Das ist viel, was daraus kommt. Auch das Thema Ehe und Kinder kommt mir gerade durch. Ja, das könnte hier auch etwas sein, was einige beschäftigt. So, dann würde ich jetzt gerne noch ein paar Karten ziehen, um das Ganze, genau, ich wollte noch ein Krafttier und eine Göttin ziehen, um das Ganze hier so ein bisschen deutlicher zu kriegen, um was es hier geht. So, schauen wir mal, welches Krafttier begleitet dich hier? Oder was hat es dir mitzuteilen in diesem Prozess? Der Kolibri sei im Hier und Jetzt. Das ist auch wichtig, um Stabilität und Sicherheit zu erlangen. Wenn du zu viel in der Vergangenheit oder in der Zukunft bist, dann bist du nicht verwurzelt, weil dann strebst du schon irgendwo anders hin. Also achte darauf, was ist, lebe im Moment, denk vielleicht auch nicht so viel über das nach, was kommt, weil es wird sich schon alles entwickeln. Das ist für dich nochmal so eine Botschaft. So, welche Göttin begleitet dich? Die Wahrheit. Du wirst erkennen, was das Richtige für dich ist. Du wirst auch deine Wahrheit leben. Du wirst authentisch das leben, was zu dir passt. Du wirst dann vielleicht auch merken, was nicht deiner Wahrheit entspricht, was nicht zu dir passt. Also Vertrauen, das Thema Vertrauen, der Hierophant hier, ne? Die Wahrheit. Du wirst für dich erkennen, was ist deine Wahrheit des Herzens, wohin geht es jetzt, was ist genau das Richtige für dich, Wahrhaftigkeit, ja. So, und jetzt zum Abschluss noch eine Karte, um das Ganze abzuschließen. Beschütze, was du liebst. Dies ist deine Verantwortung und deine Pflicht. Interessant. Stabilität und Sicherheit. Beschütze, was du liebst. Dies ist deine Verantwortung und Pflicht. Verantwortung und Pflicht ist auch ein Ding, was der Herrscher besagt. Irgendetwas zu schützen, was dir wichtig ist, ne? Sicherheiten, was liegt dir am Herzen, das ist noch ein Ding. Ich habe aber das Gefühl, weil die Karte so komisch rausgerutscht ist, dass wir jetzt noch eine ziehen. Und das mache ich jetzt auch. Könnt ihr uns einen Hinweis darauf geben, was denn hier dieser Neuanfang ist, was denn hier kommt, was das hier speziell ist, um was es hier in der Situation auch geht.
Lebe den Rebellen, die Rebellin und erschaffe dich und dein Universum selbst. Ich glaube, das Universum möchte dir sagen, dass du dadurch, dass du im Hier und Jetzt lebst, die Wahrheit, dass du in einer Form auch ein Risiko eingehst. Das ist interessant, weil diese beiden Karten sind sehr widersprüchlich. Wir haben hier die Sicherheit, ne, etwas zu beschützen, Verantwortung und Pflicht. Und hier haben wir irgendwie die Veränderung, die Transformation, ein Risiko einzugehen, ein bisschen was anders zu machen, neu zu machen, etwas zu erschaffen, neu zu erschaffen auch. Und das ist, glaube ich, auch genau dieser Widerspruch zwischen dem Stabilisieren, Festigen und Neuanfangen und Vorwärtskommen. Beides ist dir wichtig. Dir ist Fortschritt wichtig, Entwicklung, Neues. Aber genauso ist es hier wichtig, Schutz zu finden, sich abzusichern, irgendetwas langfristig aufzubauen. Beides spielt hier eine Rolle. Beides spielt eine Rolle. Ich habe irgendwie so einen Impuls, noch eine Karte ziehen zu wollen. Aus dem Monology Deck. Das wird dann aber auch wirklich die letzte sein. Die letzte Karte. Das ist gerade irgendwie so ein Impuls. Vielleicht, wir lassen es einfach auf uns zukommen. Wir gucken einfach, was hier kommen will. Geh durch deine Ängste, Neumond im Skorpion. Jawohl, also trau dich auch was. Trau dich auch was. Ich glaube, du verfügst mittlerweile über die Konstitution, über die Ressourcen, über die Sicherheit und das Vertrauen, um jetzt wirklich auch etwas zu transformieren und zu verändern. Das ist das, was jetzt für dich auch wichtig ist, dass du erkennst, okay, ich habe zwar Angst davor, aber das muss nicht bedeuten, dass du hier alles aufgibst oder alles andere niederbrennst. Diese Veränderung und dieses Neue wird gleichzeitig auch dir ein Gefühl von Sicherheit geben, im Nachgang vielleicht auch. Vielleicht nicht sofort, vielleicht nicht an dem Punkt, wo du diesen Schritt machst, aber du wirst erst einmal deine Ängste überwinden müssen, um herauszufinden, was auch deine Wahrheit ist, wo du hingehörst, dass du hier wirklich auch was Neues willst in deinem Leben. Ja, also das ist das, worum es hier geht, ne? Also du gehst durch deine Ängste. Ich glaube, du willst so ein bisschen, du hast vielleicht auch Angst, etwas zu verlieren, was dir lieb und teuer ist. Ne? Aber das musst du nicht. Du kannst dir dein neues Universum erschaffen, indem du durch deine Ängste gehst, indem du ein Wagnis eingehst, indem du dich etwas traust. Aber es ist irgendwie so ein sicherer Schritt, trotz allem. Es wird dir Angst machen, du wirst das Gefühl haben, okay, vielleicht ist da eine gewisse Unsicherheit, aber gleichzeitig ist es auch irgendwie sicher. Das ist das Paradox hier an dieser Legung. Das ist genau das Paradox. Schreib es mir gerne in die Kommentare, worum es hier für dich geht und was das hier ist, dieser Neuanfang, in welcher Situation du dich da befindest. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Meine Lieben, das war's auch schon. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für die Unterstützung durch ein kostenloses Abo, einen Daumen hoch, einen lieben Kommentar. Du kannst mich kontaktieren für eine persönliche Beratung. Schau mal, was da für dich das Passende ist. Ich biete auch schriftliche Horoskope an, neben den Beratungen. Also schau mal unter dem Video auf meiner Homepage vorbei. Da findest du alle Informationen dazu. Und da ist auch alles Weitere verlinkt, was irgendwie wichtig ist. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video.